Zauber regenerieren irgendwie nicht genug, nicht mehr. Oder halt nicht, Punkt. Das ist mehr mal besser. Wer war das? Wusste, was ich denke, was ich tun wird. Oh mein Gott, der ist an der Falle vorbei. Ich dachte, der rennt jetzt voll ran. Hatte deswegen ein bisschen Sorge. Gut. Dann machen wir das anders. Schattenmagie. Spirit. Auf Brand. Du brauchst sie ja gerade nicht, ne? Lob. Wow, eine ganze Menge. Aber Fran generiert hier relativ zügig. Ich hätte auch von Valkyr saugen können, aber Valkyr hatte das insgesamt gesehen weniger. Dummes Inak. Ups. Okay, so überhaupt kein, auch kein bisschen Absicht oder so, ne? Aber wo war die andere? Verdammt. Ich glaube, sie ist den Fran gestorben, die Analyse hat. Und ich sehe die andere Falle nicht, um oben zu laufen. Also müssen wir warten, bis der liebe Frank fertig ist mit Waffen. Tada! Ja, die hat nämlich ziemlich entwickelt. Hier ist er sogar. Oh, er hat sogar Brote. Das muss ja nun echt nicht sein. Und die halten ja so schon Unmengen aus, die Viecher. Du musst doch nicht auch noch Brote essen. Okay, der Soldat da hinten, der jetzt das Knochenteil sieht nicht mehr. Das kann relativ sicher. Und weiter geht's. Ja. Ein Pop. Lange keinen mehr gehabt, oder ist es wieder ein Mimik? Wahrscheinlich wieder ein Mimik. Weil es fehlt das sonst für Mimik so typische Leuchten. Kein Schatz. Tada. Wenn das jetzt nicht aufgegangen wäre, hätte ich ziemlich verdutzt geguckt. Oh, hi. Nein. Ich gehe mal davon aus, dass der hier auch für den Stockwerk gelangt ist. Und dann hätten wir schon 1, 2, 3, 4. Wäre das vielleicht das letzte? Okay, wir lenken technisch gut hin, dann hoffe ich einfach mal, dass es 3 Akte sind, wirklich 5. Weil sonst wird der Dungeon noch eine ganze Weile dauern. Plus, dass wir vorhin irgendwo einen Speicherpunkt übersprungen haben, weil ich mir dachte, ach komm, speicher sie später, und dann bin ich nicht mehr vorbeigekommen. Hat sich halt nicht mehr ergeben gehabt. Items sind immer noch gewandt. Danke, ja. Ah, da ist wieder ein Speicherpunkt. Ja, dann ist es definitiv die 5. und letzte Ebene. Weil da kommt ja gleich wieder ein, in Anführungszeichen, Boss. Wie lange sind wir jetzt hier durch den Turm gerast? Also, wir haben ja doch ein relativ gutes Tempo vorgelegt. Boah. Drei Viertelstunde beinahe. Also, eigentlich mehr, aber, ne, seit dem letzten Speichern. Das ist schon einiges. Warum sich denn? Okay, der hat gerade einfach nur irgendwas noch nicht geladen gehabt. Deswegen hat man einen blauen Himmel gesehen. Oder? Oder war da wirklich... Nein, da ist wirklich blauer Himmel. Oh mein Gott. Moment, das Licht, das da reinkommt, ist so unwirklich. Es kam mir irgendwie nicht vor, als wäre das. Also, als würde man das als richtiges Sonnenlicht zählen können. Wie sieht das hier jetzt aus? Oh, okay. Einfach nur noch ein. Ah, ein Text. Lang, lang ist es her. Und wissen wir, das Leben schon wissen. Okay. Warum wird wie jetzt nochmal Giro Vagan erwähnt? Das macht irgendwie keinen Sinn. Weil wenn man hier war, dann muss man ja eigentlich schon in Giro Vagan gewesen sein. Wobei, naja gut, nee, eigentlich nicht, weil Redders und so haben sich ja eigentlich auch nur von den Mythen und der Neugier leiten lassen, um hier hinzukommen. Und die wussten überhaupt nicht, was in Giro Vagan ist. Das sieht jetzt auf jeden Fall schon irgendwie wichtiger aus als oben. Ah, hier sind doch wieder Wasserspiegel. Gelbe Wasserspiegel. Das Licht hier ist einfach widerlich.
einfach. Aber hier kommt jetzt wieder ein Boss. Diese Art von kennen wir ja, lesen. Achso. Blutbühne des Grauens, sagen, heißt es wohl. Hieß es auch am zweiten. Zuerst war es Wüste, dann war es so grün Grasland. Was kommt jetzt? Schnee? Schnee wäre ein guter Gegensatz. Oh, und der Typ zeigt sich sofort. Yo. Fenrir. Ist der gepasst? Ja. Hat, wusste ich doch, wie ich jetzt dann entdeckt habe. Schatten? Nein, nicht Schattenmagie. Warum suche ich dann immer unter Schattenmagie? Gott verdammt. Er hat uns blind geschrien? Wie hat er das gemacht? Au! Lass mal lassen. Junge, macht der Schaden. Der ist noch unentspannt. Okay. Wo war Amor? Ja. Es gefällt mir nicht, gar nicht, dass er die ganze Zeit. So. Dieses Icon, das ist halt immer noch so schlimm. Das ist ein grüner Hase mit gelben Ohren oder eine Ente. Diese gelben Ente ist wieder in der Ente von der Schale. Das ist genau die Form von diesem Mann. Weiß nicht gerecht, was ist mit der optischen Täuschung. Dualbild, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Ein Bild, wo man zwei verschiedene Dinge sehen kann. Der hat irgendwie was gemacht. Jedenfalls haut er jetzt nicht richtig. Auch wieder strategisch so. Irgendwo zwischen Buttonmashing und nichts angesiedelt. Nicht total mehr auf der Seite des Nichtstuns, weil. Wow, ne? Oh mein Gott, jetzt kommt er auch noch mit Courage. Oh mein Gott. Darf ich natürlich bitte noch ein Band drauf haben? Weil den mit noch mehr Angriffskraft. Viel besser. Also. Ich bin halt, ich will jetzt halt nicht hier auf Google wechseln, weil das wäre so ein, hey, du machst ja doch Schaden eigentlich schnell. Deswegen habe ich ihn jetzt einfach nochmal gebannt. Immer 4 mit der 4er Serie. Wahnsinn. Also eins muss man sagen, hey, das macht gut Schaden. Hui. Tschüss, Fenrir. Wieder einer im roten Bereich am Ende, aber, ja. Der löst sich einfach auf. Kein großes Symbolium, keine Funkeneffekte, kein Geist, einfach plupp weg. Und wie immer, großartig. Ja? Bitte? Danke. Mensch, Mensch, Mensch. Und wer jetzt sagt, das zählt als Spoiler, nein, tut es nicht. Es zählt nicht als Spoiler. Ich habe euch das großartig nicht gespoilert. Oh, komm schon. Dumme improvisierte Kaffeeführung. So. Wann fällt es auf? Wir hätten den Bosskaffee im Items nutzen können, oder? Oder war das da auch gesperrt? Ich habe gar nicht darauf geachtet. Egal. So. Karte. Geld. Okay. Wir hatten jetzt erst grüne Türen, dann rote Türen, dann gelbe Türen. Tür. Was? Fähigkeitsopfer oder so stand da, oder was? Da. Oh, nein. Okay. Ja, wir töten es. Ja, jetzt kommt es. Okay, also das gleiche. Nee, komm, diesmal machen wir die schnelle Variante. Ich meine, sind wir mal ehrlich, das kümmert uns die EP hier. Rosen. Ich hab nur eine einzige. Oh, warum? Wo ist... Die kriegt er natürlich. Eish, du gehst auf. Napalmkugeln. Gambit. Ich auch.
Nachfolger umstellen. Bla, bla. Wir kennen das Grimborium ja. So. Ach ja, und bannen wollte ich noch. Ich hab's vergessen. Weil durch den Protis müssen wir uns ja nicht umstellen. Stehe ich jetzt endlich mal. Friend steht im Optimalfall so weit weg, dass die Tasten ihn still ab und still abbricht. So. So. Der rennt, ey. Hack, 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 hack. Dieses Spiel, ernsthaft. Seht ihr, wo der Sturm gerade hingegangen ist? Der Hammer. Ohne Witz. Oh wow, der macht keinen Schaden. Trotz Gewehr und Elementarverteidigung macht sie keinen Schaden. Das ist der Wahnsinn, dass die auch teilweise speziell gegen Gewehrwaffen eine defensive Verteidigung existiert. Wow. Magische Attacken kaputt. Ah, shit. Jetzt gehen die MP für das Volker natürlich. Sollte sie es nochmal verwenden und nicht die ganze Zeit mit Medika beschäftigt sein. Oder mit Vitra, weil, oh mein Gott, Relas hat noch wieder keine MP. Relas tut halt wirklich nichts außer anzugreifen. Das sorgt dafür, dass man immer ein bisschen Schaden am Gegner hat, weil er tut ja nichts anderes. Wieder Minakagen wechseln, da. Ach kurz die Zinspunkte checken. Oh Gott. Ja doch. Wir sammeln so langsam ein paar an. Also jetzt muss ich vermutlich das, das Tabernakel berühren, was ich auch unten aktiviert habe. Will heißen hier das Item. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht viermal den ganzen Weg gehen müssen. Will heißen, jetzt wieder runter. Mit einem anderen Siegel den ganzen Weg hoch. Ein Tabernakel aktivieren. Ich hoffe. Ernsthaft. Ich fürchte, aber ja. Da sind wir aufgegangen. Oder auch nicht. Oder. Ich weiß es nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Ich will nicht. Ich will nicht viermal diesen blöden Weg machen. Fähigkeiten opferlos zu. Oh, der Lift. Auf deiner Seite, nein, er ist da. Ich hoffe, ich kann da jetzt entweder ganz nach unten oder ganz nach oben fahren. Das leistet irgendwo ich nicht war. Und nicht, dass ich jetzt wirklich alle vier Fähigkeiten hier hoch in Anführungszeichen tragen muss. Das ist Edelstein hier in den Wirbel gehen und die unten und die ich dann hier oben wieder raushole. Ernsthaft, das wäre so grausam. Stimmt doch. Okay. Okay, wir können eine nach oben fahren. Das ist immerhin etwas. Gut, wir können natürlich auch wieder nach unten fahren. Dass wir, die linke Säule hieß halt, ja, hier geht's weiter. Die rechte sagte halt, wir können auch in alte, besuchte Geschosse zurück. Ne? Das ist, durch bekannte Gefilde wirst du dich leicht bewegen. Das heißt, wenn du schon warst, kannst du links hinfahren, dann musst du nicht den ganzen Weg zurücklaufen. Aber du kannst nicht nach oben überall hin. Gut ist, wir haben keine Ahnung, wie viele Stockwerke noch kommen. Wir haben nicht den geringsten Hinweis. Es könnten 70 sein, es könnten 100 sein, es könnten 80 sein. Plus das Stockwerk hier ja auch sehr schwankend. Wir haben teilweise einzelne Karten, die 10 Stockwerke überdecken. Hier haben wir jetzt mit Mühe und Not in der letzten halben Stunde 5 geschafft. Oh, und hier ist wieder eine. Da ist hier sonst was auf der Karte. Weiß ich nicht. Muss ich nachgucken. Will ich nachgucken. Werben muss ich und gar nichts, aber will ich halt schon nachgucken.
Und mit dir noch schenken. Warum ist man halt heute so angespannt? Das ist schrecklich. Also, ist anstrengend beim Reden halt. Erwiesenermaßen ist hier Nidia jetzt. Life Mark Quartiers HP-Zahl. Lucky 7 wäre noch witziger, vor allem wenn es den Effekt gäbe. Aber 4444 so, ist auch gut. Gut, wir fahren auf Ebene 67, nur um uns auf Ebene 68 oder wohin auch immer hoch zu teleportieren. Eine, wie ich finde, denkbar dumme Konstruktion, aber nein. Also jetzt. Die Musik hat auch gehört. Okay. Bosskampfmusik sonst? Wie kommen wir? Achso, ja, wir sind ja mit dem Teleporter gekommen. Stockwerk 8. Ihr seht, was ich gesagt hatte. Warum ist hier plötzlich alles so? Okay, irgendwie sieht das hier gerade sehr ungewohnt aus. Was zum? Lasst mich doch wenigstens die blöden Texte hier legen. Wow. Wow, sind die schnell gestorben. Also, ich sehe jetzt nur. Ach so, sie zaubern noch Feuer. Oh. Gut, ich bin ganz ehrlich, an dieser Tatsache, dass wir hier Bomber haben, die nicht gerade schwach explodieren, lasse ich das erstmal zu. Können wir so lange es mir leisten. Die glimmenden Lichter der Wegweiser, der Anfang liegt schon hin. Ja. Da ist ein Seitengang. Den schauen wir mit allererstes an. Da wir dafür nichts antatschen müssen. Beziehungsweise wir schauen, wie weit wir kommen, ohne was anzutatschen. Nicht so weit. Oder? Nein, nicht so weit. Gut, also mit den Lichtern. Der Anfang liegt im Dunkeln. Da kommt mir das Violette oder das Blaue in Frage eigentlich. Ja, okay, schwarz ist ganz klar. Schwarz ist das Dunkel. Sehr sinnig. So. Ich glaube, wir brauchen das Folger, ehrlich gesagt, ne? Zumindest nicht zu dem Preis mit den MP. Ist doch ziemlich teuer irgendwie. Gehen wir wieder zurück auf den Zufallszauber. Manchmal mag das viel. Es mag vielleicht dafür sorgen, dass der ein oder andere doch explodiert, bevor wir ihn tot kriegen. Aber im Großen und Ganzen sollte das passen. Noch nicht mal Ena benutzt in den ganzen Kämpfen bisher. Oder Courage. Alles nicht verwendet. Warum denn nicht? Wir haben noch so viel mehr Potenzial. Gut, Bro. Wo bin ich überhaupt? Habe nur ein Stückchen weiter gerutscht. Bin verliert worden. Einmal über den Abgrund quasi und dann weiter. Wow, was bist du denn für einer? Turmlocher blitzanfällig, Grotins. Blitz. Wow. Ja, auch ein normales Blitz allerdings, ne? Ja, muss ich jetzt nicht unbedingt warnen, das. Ich könnte es, aber der geht auch so gut wieder.
Oh, jetzt vor allem. Boom, Flair. 600 Schaden. Oh, 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 oh. Und jetzt kommt... Oh Gott. Jetzt kommt die Party. Oh, 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 oh. Ich will nicht. Oh, 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 oh. Ja, Lightbomber und Kettenreaktion. Ne? Blöder Zauber. Blöder Spell. Ne? Der eine führt Lightbomber aus. Der, ne, und wenn der danach dann explodiert, explodieren anwendet, dann wenden alle anderen quasi Kettenreaktion. Fiese Mechanik eigentlich, aber nein. Mit 1000 Schaden pro, wie man sieht, verkraften wir das. Toll, hier ist nicht mal was. Blöd. Hier ist wieder eine zugemauerte Wand, ein zugemauerter Torbogen, wie auch immer man es nennen will. Und hier ist ein neues Lichterrätsel, so wie ich das sehe. Haben wir wieder einen Hinweis oder müssen wir raten? Ein Hinweis. So. Schwarz. Komm mal her, du blöder Plunderdrache. Mehr oder weniger potenzielle Munition. Klopp. So, wir haben keine Ahnung, was wir jetzt aktivieren sollen. Dummerweise. Grün. Und wieder Opfer. Und wir sind da unten irgendwie noch nicht lang gegangen, oder? Doch, da kommen wir hin. Ha. Da wir noch keinen anderen Hinweis bekommen haben, versuche ich wieder mit Schwarz. Das Schlimmste, was wir tun können, ist uns zum Anfang diesen Bereich zurückbringen. Und wir sind an den Anfang geschmissen worden. Yep. Gut. Schau ich mir vielleicht nochmal den Hinweis da an und dann. Dumme Bomber. Ja, wenigstens sie sterben bestimmt. Besser als wenn sie die ganze Zeit die blöden Dämonen haben. Ja. Oh, die geben 100 Erfahrung, das ist auch nicht schlecht. Rot und grün. Immer ein. Es gab eben ein Opfer. Hier gab es ein. Hier gibt es ein Opfer. Schwarz ist richtig. So. Im Prinzip ist, müssen wir jetzt die Reihenfolge raus. Ich weiß es noch nicht, wer es die Hinweise. Erraten kann es ja nicht sein. So, eins. Ja. Ja, wegen dem. Bisschen blöd ist mit dem Respawn, aber immerhin sterben die Bomber schnell. Manchmal helfen sie uns sogar dabei. Sie zu killen. Je nachdem, wie ihre Laune gerade steht. Ja, dann. Ach, der ist nicht mal mehr zum Explodieren gekommen. Der ist mit dem Lightbomber verwendet. Also die EP pro, also zum Leveln sind die Bomber ja eigentlich ganz nice, weil die halt echt schnell sterben. Dementsprechend viel EP pro Zeit geben. Nicht, dass ich überhaupt noch plane zu leveln, ne? Ich wollte es nochmal so anmerken. Da sind wir dabei. Kurz nochmal hier in die Falle rein. Und wo kommen die jetzt? Warum wir da drüben jetzt her? Ist hier irgendwo eine Säule zum Lesen? Ein Hinweis oder so? Nein, definitiv.
Bildschirm hätte den langen Feld von seinen Bombern vorbei. Ja. Gut, schwarz war es nicht. Dass es zwei Opfer gibt, irritiert mich auch. Also nehmen wir grün. Ich denke, die Logik kann man nachvollziehen. Das sieht gut aus. Das sieht aus, als wären wir weitergekommen, in der Tat. Also, schwarz und grün haben wir benutzt. Schauen wir mal, was gleich die Option ist. Vielleicht wieder vier Dinger sind, müsste es nur ein Opfer geben. Wissen wir nämlich, dass es das nicht ist, dann sollten wir entscheiden. Oh, was ist das? Schwarz und grün beide wieder aufgeben. Ich muss auch sagen, rot, blau, grün. Und Opfer gibt. Oh, da sind sie schon. Grün ist da, schwarz ist da, einer von Rot und Violett. Machen wir hier noch kurz auf und dann. Oh, da ist der Heilzauber, dann sind wir auch nicht mehr in Gefahr vom Lightbomber. Schade, da noch nicht. Ja gut, wenn die einmal angefangen haben mit der Kettenreaktion, ist es schwierig zu erzeugen. Das ist Opfer, dann sollte das hier drüben der richtige sein. In der Tat, sieht so aus. Zugegebenermaßen eine ziemlich fadenscheinige Logik, die ich hier angewendet habe mit, naja, es gibt mehrere Opfer, dann ist das wohl falsch. Ja. Oh, oh. Verdammt, bin ich hier richtig? Ja, okay, sah nur so aus wie der andere. Gut, da ist es schon wieder weg. Ach, da könnte es jetzt sein, dass Violett da jetzt nicht als Opfer macht. Das könnte sein. Ne? Ach komm schon, echt, jetzt machen wir mal ein schöner Zauber. Schön großer Zauber, war gemeint eigentlich, aber schon. Naja. Aero ist es nicht das, was ich mir uns einen großen Zauber vorgestellt habe, aber ist besser. Hallo, komischer Drache, du hast schon wieder Brot hier. Diesmal nehme ich es wieder weg. Vielleicht kann ich noch eine Technik über Zustände. Ach ja, das war infizieren. Ich werde das von hier an. Was ist das jetzt für ein Opfer? Den erkennen wir nicht. Opfer. 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 Verdammt! Jetzt haben wir ein Problem. Ich nehme einfach mal den. Weil, weiß nicht. Das ist jetzt irgendwie scheiße. Wir hatten noch keine der Farben ist bisher aufgetaucht irgendwo. Und sie heißen alle Opfer. Das ist irgendwie blöd. Unkartografierter Bereich. Ah, Zoll. Hilfe. Ich hab keine Ahnung, was los ist. Schwarz ist halt einfach ein Kaffee beim Zugang, was? Oh, eine Karte. Und Warlock, Osteotod, Warlock, das ist ja alles von der Art. Ach, das ist, glaube ich, dieser Strafraum. Das hieß doch, wähle zweimal die falsche Farbe und empfange deine gerechte Strafe. Ja, wir haben einmal den ersten Durchlauf haben wir beim zweiten Raum schwarz gewählt. Einfach nochmal. Und das war natürlich, das war dann falsch, wenn ich wieder am Anfang gelandet. Hier jetzt das Violett war wohl auch falsch. Was soll denn mit Redders passieren? Jo, Redders. Dein Leben sieht ein bisschen